jetzt rastet Lidl völlig aus. Es gibt schon wieder neue vegane Produkte bei Lidl. Unter anderem veganen Käse, vegane Barista-Milch und einige andere Sachen, die wir euch heute vorstellen und für euch testen. Wir sind super gespannt. Es gibt einen Schmelztest, es gibt einen Schaumtest. Bleibt dran! Fangen wir mit den neuen Kokosdesserts von der Lidl-Eigenmarke Vimondo an. Die sind mit 49 Cent für 150 Gramm ein echter Schnapper. Das Kokosdessert gibt es in der Geschmacksrichtung Kirsche und in Pfirsich-Maracuja. Als Hersteller ist hier die N&G Frische Produkte Vertriebs GmbH angegeben. Diese ist übrigens im Firmennetzwerk von Bauer. Wir wissen also nicht wirklich, wer die Desserts herstellt, haben da aber durchaus eine Vermutung. Okay, wir haben hier einmal die Sorte Kirsche und die Sorte Pfirsich-Maracuja. Auf welchen freust du dich mehr? Beide. Wie immer gehen wir richtig hungrig in den Test rein, also wir sind gespannt. Erstmal wieder zu den Inhaltsstoffen. Wasser, Kokosmilch, Zucker, Pfirsich, Maracuja-Saft. Bei dir? Wasser, Kokosmilch, Zucker, Kirschen. Es ist also tatsächlich gar nicht so wenig Zucker, der dazu gesetzt ist. Wir kommen auf insgesamt 9,1% Zucker. Auf jeden Fall interessant, es handelt sich hier um ein fermentiertes Kokosprodukt, also ähnlich zu Joghurt haben wir eben auch hier Kulturen drin. Da freut sich doch der Darm. Jetzt probieren. Ich probiere zuerst Kirsche, Sven probiert zuerst Pfirsich-Maracuja. Also direkt vorweg, ich bin nicht so der Joghurt-Fan. Ich esse eigentlich immer nur Naturjoghurt mit Haferflocken und so morgens. Sven ist aber ein großer Joghurt-Fan, du isst viel Joghurt. Ja. Deswegen bist du hier definitiv der Experte, wie bei Fischprodukten. Ich bin der Fisch- und Joghurt-Experte. Also, hau raus. Also ich finde den tatsächlich relativ lecker. Ich muss sagen, generell bei Kirschjoghurt bin ich immer sehr skeptisch, weil ich dieses etwas künstlich anmutende Kirscharoma nicht so gerne mag. Künstlich anmutend? Künstlich anmutend. Das ist jetzt hier auch der Fall. Bei Pfirsich-Maracuja finde ich das nicht so aufdringlich, das Aroma. Das gefällt mir ganz gut. Beide sind sehr cremig, also man sieht auch wirklich so diese cremig-dickliche Konsistenz. Hat also wirklich was von Dessert, vom Nachtisch. Das ist also nichts, was man unbedingt so morgens ins Müsli reinpackt, sondern wirklich schon sowas reichhaltig Süßes. Und ich hätte auch gesagt, ist das nicht so ein bisschen zu dick von der Konsistenz für Joghurt eigentlich? Ja, so, wenn man vielleicht so an diese griechischen Joghurts oder so Sahnejoghurts denkt, da kommt das schon eigentlich ganz gut dran. Man hat auf jeden Fall auch die Kokosnote drin. Also Leute, die jetzt Kokos nicht mögen, werden da keine Freude dran finden. Aber ich finde es tatsächlich ziemlich gelungen, muss ich sagen. Ich muss ehrlich sagen, dass der Geschmack mich nicht umhaut. Also ich finde irgendwie die Fruchtnoten nicht so prickelnd. Ich finde, bei Pfirsich-Maracuja ist die viel zu schwach. Bei Kirsche schmeckt schon sehr nach Kirsche, aber es ist halt irgendwie, ich finde es okay, aber nicht so super prickelnd. Ich finde tatsächlich für den Preis von 49 Cent kriegt man auch ziemlich viel eigentlich für das Geld. Also der konkurriert hier gerade eigentlich mit einer ganz anderen Preiskategorie. Und da finde ich, ist das schon was echt Cooles. Und das erwartet man ja eigentlich auch von Discountern oder darauf warten wir ja die ganze Zeit, dass wir endlich vegane Produkte bei Discountern zu Discounterpreisen haben, damit auch wirklich keiner mehr sagen kann, die letzte Person auch nicht mehr sagen kann, dass vegan zu teuer ist. Und deswegen alleine feiere ich die Sachen schon ab. Ja, ich finde es ganz lecker. Also ich könnte davon direkt den Becher aufessen. Könnt ihr gerne mal probieren. Ist aber leider nur Aktionsware. Das heißt, wenn ihr das probieren wollt, schnell zu Lidl. Und wie beim letzten Mal gilt natürlich, nette Mail an den Kundenservice. Allerdings kann ich euch jetzt auch schon mal verraten, es wird nicht alles, was wir hier in diesem Video zeigen, nur Aktionsware sein. Es wird auch was ins Dauersortiment übernommen. Weiter geht's. Weiter geht's mit dem neuen Haferdrink Barista Edition von Vimondo. Fun Fact, auf der Verpackung steht sogar nur Hafer Barista Edition. Da sieht man mal, wohin dieser vermeintliche Verbraucherschutz zum Wort Milch so führen kann. Mit 99 Cent im Angebot bzw. 1,29 Euro regulär ist der Haferdrink auf jeden Fall preislich äußerst interessant. Hersteller hinter diesem Haferdrink ist Grönfang Food APS, ein dänischer Hersteller, der auf Margarine spezialisiert ist. So, wir haben jetzt hier die Lidl Barista Hafermilch. Da sind erstmal 10% Hafer drin, was gar nicht so wenig ist. Dann haben wir auch noch zugesetzte Vitamine, wie zum Beispiel Vitamin D, B2 oder B12. Das ist schon mal erstmal eigentlich ganz vernünftig für so ein Produkt in der Preisklasse. Ich vergleiche das mal kurz mit Oatly, was unsere Standardmilch bisher ist, unsere Barista-Milch. Auch 10% Hafer, also liest sich tatsächlich relativ ähnlich. Da ist halt noch ein zusätzlicher Säureregulator drin. Das ist wichtig, damit es nicht ausflockt? Zum Beispiel. Kann also sein, dass die Lidl-Milch ein bisschen mehr ausflockt im Kaffee, ne? Das kann sein, ja. Müssen wir vielleicht doch noch testen. Wenn wir das morgen früh mal in unseren Kaffee reintun, dann sind hier jetzt die Aufnahmen davon. Wir gießen jetzt etwas lauwarmen Barista-Drink in unseren morgendlichen Kaffee und können hier bestens sehen, dass dieser nicht ausflockt. Der Plan ist jetzt folgender. Wir haben jetzt hier die Oatly Haferbarista-Milch und die Vimondo Haferbarista-Milch.
Drink, Entschuldigung. Und wir werden jetzt eine Blindverkostung durchführen mit Sven. Sven ist ja der Geschmacksexperte. Und wir werden mal sehen, ob Sven den Unterschied merkt. Du weißt noch nicht, wie die Milch schmeckt, ne? Ich habe die noch nicht probiert. Noch nie probiert. Ich werde mich mal zur Seite drehen und die Augen zumachen. Und damit das auf jeden Fall klar wird, mache ich die Brille runter. Süß sieht das aus. Ja, Sven ist nämlich blind wie ein Maulwurf. Minus 9 Dioptrien hat er. So, das heißt, schütte jetzt in ein Glas etwas von dieser Milch. Oh, vielleicht hätte ich vorher schütteln sollen. Und, oh, hier steht sogar Schüttel mich. Bei der steht Shake Me. Die eine ist international und die andere mich. So, darf ich nicht durcheinander kommen. Teste zuerst einmal. Eigentlich kannst du die Augen jetzt wieder aufmachen, weil die sehen gleich aus. Ich muss mir merken, welches wo ist. Also wie ihr seht, die sehen exakt gleich aus. Man kann keinen Unterschied feststellen in der Farbe. Oh Gott, ich habe so Angst, dass ich vergesse, welche wo drin ist. Ja, dann bin ich mal gespannt. Ich glaube, ich weiß auch. Du weißt jetzt schon? Mhm. Das ist die Oatly, das ist die von Lidl. Echt? Krass, ich glaube ja. Ich muss das auf dem Video nochmal angucken, aber ich glaube ja. Videobeweis. Und zwar schmeckt die von Lidl, denke ich, viel stärker nach Hafer. Und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum so viele Menschen die Oatly-Milch sehr gerne mögen und auch sehr gerne im Kaffee mögen, weil die nämlich nicht diese extreme Hafernote hat. Ja. Das verändert nämlich schon sehr stark den Geschmack vom Kaffee. Wer allerdings diese Hafernote mag, das schmeckt astrein. Also das ist wirklich ein super lecker. Super lecker. Also tatsächlich muss ich sagen, pur leckerer für mich. Ich finde auch, dass die pur leckerer ist und im Kaffee wahrscheinlich die Oatly besser schmeckt. Und tatsächlich mag ich die Oatly Barista pur nicht so gerne, weil die auch diese leichte Fettnote auf der Zunge hinterlässt. Mhm. Im Kaffee super lecker, im Tee super lecker, aber pur würde ich immer eine andere bevorzugen. Aber die ist wirklich richtig lecker, gell? Mhm. Mhm. Ja, cool. Also uns schmeckt die sehr gut. Aber vielleicht sind wir auch schon sehr vegan. Vielleicht ist das... Ich erinnere mich, als ich vegan wurde, mochte ich Hafermilch nicht so gerne und den Geschmack von Hafermilch. Das sind ja Dinge, an die gewöhnt man sich immer. Also falls ihr noch nicht so lange vegan seid, könnte es sein, dass euch die Lidl-Milch zu haferig ist. Entschuldigung, der Lidl-Drink. Und jetzt auch die guten News. Laut Lidl soll der Haferdrink fest ins Sortiment kommen. Und wer sich überhaupt fragt, was so ein Barista-Drink ist, das ist diese Pflanzenmilch oder Pflanzendrink, der sich besonders gut zum Aufschäumen im Kaffee eignen soll. Steht hier auch, schäumt super auf. Und deswegen testen wir das jetzt mal. Wir testen jetzt die Schaumbarkeit von beiden Haferdrinks, indem wir die einfach mal nebeneinander aufschäumen. Dafür nehmen wir jetzt einmal zimmerwarmen Vimondo Barista Drink, aber auch Oatly Barista. Und jetzt schäumen wir das mit einem einfachen Milchschäumer beides nebeneinander auf. Man kann hier im direkten Vergleich sehen, dass beide Haferdrinks einen sehr schönen feinen Milchschaum erzeugen, der durchaus sehr vergleichbar ist. Wir sehen also die Schaumbarkeit. Gibt es das Wort? Das ist das Fachwort. Die Schaumbarkeit der beiden Drinks ist gleich gut. Sehr gut. Weiter geht's. Hier haben wir ein Produkt, was zwar nicht im Prospekt, aber in der Aktionstheke zu finden war. Und zwar eine sehr interessante Suppe, Gio Bio Bio Suppe. Der Hersteller dahinter, Jui Nur, kommt aus der Nähe von Berlin und wirbt damit, besonders regional und umweltfreundlich zu produzieren. Was auf jeden Fall auffällt, sind die knalligen Farben, schönen Verpackungen und die cleanen Zutatenlisten. Wir haben hier einmal die Bio Suppe in der Sorte Linsen und orientalische Gewürze. Und zusätzlich auch noch einen Bio-Eintopf mit Kartoffeln und Räuchertofu, der schon direkt ein wenig an die klassische Kartoffelsuppe erinnert. Außerdem gibt es die Suppen auch noch in der Sorte Rote Beete und Kokos, sowie Kürbis und Süßkartoffeln. Die Suppen und Eintöpfe der Firma kosten in der Aktion von Lidl 1,99 für 350 Milliliter. Wir haben jetzt hier diese vier Suppen, die sehen ziemlich cool aus, weil die alle knallige Farben haben. Ich mag die hier am liebsten, auch wenn ich Rote Beete und Kokos etwas verwirrend finde. Bestimmt viele Leute, die jetzt schon sagen, aber ich bin da sehr gespannt drauf. Wir haben euch auf Instagram gefragt, welche zwei von den vier Sorten wir probieren sollen, denn wir wollten jetzt nicht alle auf einmal aufmachen. Und heraus kam diese grüne Kartoffel-Räuchertofu-Suppe und die Linsen- und orientalische Gewürze-Suppe sollen wir für euch probieren. Wir werden die anderen beiden natürlich auch noch probieren und wir sagen euch dann bei Instagram, wie sie uns geschmeckt haben und zeigen euch einen ausführlichen Produkttest. Also falls noch nicht geschehen, schaut da auch gerne mal vorbei. Die Suppen waren übrigens nicht in dem Prospekt bei den veganen Artikeln abgebildet, die sind aber trotzdem Teil der aktuellen Aktion. Vermutlich gibt es die aber nicht überall und das mag von Region zu Region unterschiedlich sein. Apropos, regional ist besser. Man muss natürlich
natürlich sagen, wenn man mit sowas wie Regionalität und so wirbt, dann macht man sich sofort natürlich mit der zusätzlichen Pappverpackung und dem Plastikbecher immer etwas angreifbar. Aber fairerweise für den Preis. Die Suppen sind auf jeden Fall bio, vegan und regional, steht hier drauf. Und schonend in Handarbeit hergestellt. Die Suppen kann man entweder im Topf oder in der Mikrowelle zubereiten. Wofür entscheiden wir uns jetzt? Für die Mikrowelle. Wenn wir noch zwei Suppen probieren, müssen wir schon zwei Töpfe verbrauchen sonst. Dann hau mal rein, Herr Chefkoch-Mikrowelle. Also ich muss ehrlich sagen, dass ich bei Plastikverpackungen in Mikrowellen immer so ein bisschen skeptisch bin. Da habe ich irgendwie immer ein ungutes Gefühl dabei. Ich würde es vielleicht vorher umfüllen beim nächsten Mal. Mhm. So, Zutaten. Bei der Kartoffel-Räuchertofu-Suppe: Wasser, Kartoffeln, Zwiebeln, Porree, Karotten, Sellerie, Räuchertofu, Sojabohnen, Wasser, Buchenholz, Rauch, Sonnenblumenöl, Salz und Gewürze. Ziemlich clean, ne? Sehr erstaunt, wie clean die ist. Ja, auch bei der anderen ist es halt so, da ist Wasser, Tomaten, klar, da ist noch Salz und Zitronensäure drin, Paprika, rote Linsen, Kokosmilch, Karotten, Zwiebeln, Sonnenblumenöl, Rohrzucker, Salz, Gewürze. Und das ist es schon. Also relativ knappe Zutatenliste, hört sich erstmal gut an. Für ein Fertigprodukt auf jeden Fall mega. 1,99 ist, denke ich, auch im Rahmen für so einen Becher. Riecht auf jeden Fall schon sehr aromatisch. Ne? Meine ich nach Ingwer? Das kann nicht, ne? Da ist gar kein Ingwer drin. Kann vielleicht bei den Gewürzen sein, ne? Ah, Gewürze, ja. Ja. Ich mag ja Kartoffelsuppen richtig gerne. Also meine ist sehr dünnflüssig. Ich hatte eher mit so ein bisschen Eintopfartiger gerechnet. Aber das heißt sogar Eintopf, ne? Also es ist schon eher eine Suppe als ein Eintopf. Man muss auf jeden Fall auch rühren, weil gerade am Anfang hatte sich hier unten so diese etwas dickere Schicht abgesetzt und oben war halt so quasi wässrig. Ich weiß nicht, ob es beim Kochen vielleicht besser wird, wenn das Wasser noch so ein bisschen mehr verdampft, dass man das so ein bisschen mehr unter Kontrolle hat. Aber trotzdem ganz lecker eigentlich. Aber ich muss halt sagen, auch die mit den Linsen, die ist extrem gut abgeschmeckt, finde ich. Für so ein Fertigprodukt, das hat man selten, dass es so vielschichtig von der Würzung ist. Ja, bei der Linsensuppe, muss ich sagen, habe ich ein bisschen Angst, weil orientalische Gewürze können auch mal schnell daneben sein. Oh, die riecht auch schon sehr nach Curry, die Linsensuppe. Erinnert mich an indisches Essen. Ich liebe indisches Essen, bis auf Koriander. Und die ist ein bisschen sehr heiß, die Linsensuppe. Da hättest du ruhig ein bisschen temperierter mikrowellieren können. Temperierter mikrowellieren. Ich finde das völlig okay, die zu essen. Ich finde, also die schmeckt sehr tomatig. Ist schon fast eher eine Tomatensuppe. Ja, ich würde auch sagen, das ist eine Tomatensuppe mit Linsen und orientalischen Gewürzen. Aber ich mag auch Tomatensuppe sehr gerne. Also ich mag die beide. Ich finde die noch ein bisschen besser als die Kartoffelsuppe, weil die Kartoffelsuppe so ein bisschen lasch ist, aber halt Kartoffelsuppe ist trotzdem lecker. Und die ist halt wirklich gut gewürzt, also die ist echt klasse. Erinnert halt so an die Kartoffelsuppe, die man früher so gemacht hat, mit Würstchen drin. Stattdessen ist halt hier Räuchertofu drin. Mhm. Ist auf jeden Fall auch ganz gut. Also wer auf so diese klassischen Kartoffelsuppen steht, wird damit sicher auch glücklich. Und wenn ihr euch mal selbst eine Kartoffelsuppe selber macht oder irgendwie einen Eintopf oder so, wo ihr gerne sowas wie Räuchertofu reinhaben möchtet, kann ich euch auf jeden Fall Faken empfehlen. Das war unser allererstes Video hier auf YouTube und das ist unser allerliebstes Rezept, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Ich verlinke euch das nochmal hier oben auf dem i. Sehr lecker. Wobei ich da sagen muss, wahrscheinlich wird es halt sehr abhängig davon sein, ob man diese Art von Gewürzen mag oder nicht. Das ist halt bei so orientalischen Gewürzen immer sehr schwierig, so pauschal für alle zu sagen. Und die beiden anderen Suppen testen wir für euch auf Instagram. Weiter geht's. Jetzt kommen wir zu dem für uns spannendsten Produkt. Veganer Käse. Vegane Genießerscheiben. Die veganen Genießerscheiben sind für uns besonders interessant. Einerseits, weil sie preislich mit 1,29 € für 150 Gramm unschlagbar günstig sind. Und andererseits, weil der Hersteller Fallen Green AS aus Dänemark ist und damit mal ein ganz anderer, uns bisher unbekannter Hersteller die Genießerscheiben produziert. Vom gleichen Hersteller gibt es auch noch den Reibegenuss, der mit 1,19 € minimal günstiger ist. Wir sind also sehr gespannt, wie sich dieser Käse im Test schlägt. Jetzt das Highlight eines jeden Produkttests. Veganer Käse. Es kann eigentlich nie genug neuen veganen Käse geben, oder? Solange nicht der perfekte vegane Käse auf dem Markt ist, kann es nicht genug neuen veganen Käse geben. Und wir haben jetzt von Lidl Vemondo den Scheibenkäse, Genießerscheiben. Mhm. Wieder einmal Genießerscheiben. Ich finde super interessant, weil der von einer Firma aus Dänemark ist. Das Interessante ist bei der Firma, dass man die tatsächlich so von keinem anderen Produkt direkt kennt. Das sind aber Käsespezialisten. Und zwar in der Hinsicht, dass die vor allem gratinierten Käse zum Überbacken herstellen, also so ein Convenience-Produkt der Hersteller. Und die sind spezialisiert auf Analogkäse.
Das ist natürlich verrückt. Analogkäse war ja früher so der Vorläufer von veganem Käse. Wobei da oft noch irgendwie auch Kuhmilchkäse beigemischt wurde. Das waren oft dann diese Pizzamischungen halb-halb. Und der ist irgendwie völlig vom Markt verschwunden. Oder zumindest größtenteils vom Markt verschwunden. Oder man weiß noch nichts davon. Und da gibt es nämlich jetzt auch einen veganen Reibegenuss. Wir machen gleich auf jeden Fall auch direkt den Schmelztest, wie ihr das von uns gewohnt seid. Hier geht keine Info verloren. Aber fangen wir an mit dem Scheibenkäse. Inhaltsstoffmäßig muss man sagen, ähnelt der schon den anderen veganen Käsesorten. Das ist wieder ein Käse auf Kokosölbasis. Was auf jeden Fall etwas negativ auffällt, ist der Konservierungsstoff Kaliumsorbat. Das können andere Käse etwas besser. Ja, warum ist der nicht gut? Er steht im Verdacht, Allergien auszulösen. Hier auf der Zutatenliste auch wieder ein Punkt Milchsäure und wir werden es immer wieder gefragt und das dürft ihr auch immer wieder gerne weiterfragen. Ist denn Milchsäure vegan? Eigentlich ist Milchsäure praktisch immer vegan, denn das ist ein bakterielles Produkt. Sagt man bakterielles Produkt? Von Bakterien hergestellt. Punkt. So, probieren. Probieren. Einmal der Geruchstest. Riecht so ein bisschen butterig, ne? Stimmt, riecht butterig. Sind auf jeden Fall sehr dünn, die Scheiben. Nee. Also ich finde, nee. Also schmeckt wie extremst milder Butterkäse. Also wirklich extremst. Aber halt die Konsistenz ist so ein bisschen halt wie leicht gummiartiges Wasser. Also ich muss sagen, der erinnert mich an veganen Käse vom Anfang. So hat veganer Käse am Anfang geschmeckt. Und dann ist er leider nicht mehr geräuchert oder so. Das heißt, wenn er jetzt wahrscheinlich in irgendeiner anderen Geschmacksrichtung wäre, mit Räucheraroma oder irgendwie sowas, dann könnte das vielleicht so ein bisschen überdecken. Aber so schmeckt er eigentlich fast nach nichts. Er ist auch nicht wirklich cremig oder sowas, wie man das eigentlich von so Butterkäse gerade erwarten würde. Also der riecht im ersten Moment etwas butterig, ist dann aber von der Konsistenz alles andere als Butterkäse. Deswegen tatsächlich nicht so cool. Ich bin mal gleich gespannt, wie das ist, wenn man den überbacken wird. Also die Leute, die gerne früher so diesen veganen Käse schon gegessen haben, die werden den jetzt auch wieder mögen. Es gibt ja auch Leute, die den sehr gerne gegessen haben. Ich finde es auch nicht ekelig oder sowas. Ich finde einfach nur, dass es mittlerweile besseren veganen Käse gibt. Aber gut, die Firma ist vielleicht neu im veganen Käse produzieren. Und sie darf sich natürlich gerne weiter verbessern. Also mein Verbesserungstipp wäre, ein bisschen mehr Geschmack irgendwie dran zu bringen. Mehr Geschmack. Ja, tatsächlich. Ein bisschen würzig oder ein bisschen Raucharoma oder irgendwie sowas. Ein bisschen mehr Cremigkeit, mehr Substanz, dass man das Gefühl hat, auch wirklich Käse im Mund zu haben. Aber wir sind natürlich super happy, dass es überhaupt veganen Käse jetzt bei Lidl zu kaufen gibt. Leider wohl nicht im Dauersortiment. Stimmt, nicht im Dauersortiment. Der Preis ist allerdings mit 1,29 für 150 Gramm extrem niedrig. Deutlich niedriger als bei den Konkurrenzprodukten. Zumindest haben wir hier wahrscheinlich das günstigste Produkt auf dem veganen Käsemarkt. Ja. Dann gucken wir mal, wie der andere sich schmelzen lässt, der Reibegenuss. Ist es denn von Inhaltsstoffen her der gleiche? Sehr ähnlich. Die Reihenfolge der Zutaten ist ein bisschen anders, aber es ist schon sehr ähnlich. Okay, dann schauen wir mal. Es war auf jeden Fall gerade schon super interessant, als man nur die Packung vom Simply V aufgemacht hat, kam schon so ein sehr intensiver, parmesanartiger Geruch entgegen, den wir bei dem Lidl-Käse gerade so nicht hatten. Man sieht auch hier deutlich, welcher der Simply V ist und welcher der Lidl-Käse ist. Da kann man sich nicht vertun, weil der Simply V viel kräftiger von der Farbe ist. Das hat aber erstmal nichts zu sagen, weil das sind ja immer irgendwelche, ja, natürlichen Farbstoffe teilweise auch, wie Karotten oder irgendwie sowas, die das dann einfärben. Das heißt, es hat mit der Qualität erstmal nichts zu tun, man sieht es aber ganz deutlich. Ich finde, was man aber sofort sieht, ist der Unterschied zwischen dem Streukäse. Wir haben hier einmal den Scheibenkäse und einmal den, wie heißt das, Streukäse? Streusalz? Pizzagenuss? Diesen Reibekäse. Ja, auf jeden Fall den zum Streuen in so kleinen Strähnchen, ne? Die haben wir ja auch. Und der von Lidl ist halt überhaupt nicht zerlaufen. Ich finde es auch mal ganz interessant, den Scheibenkäse auch immer einmal mitzumachen, weil der zerläuft nämlich häufig ganz gut eigentlich. Und ich muss auch ehrlich sagen, wenn ich jetzt mit dem Lidl-Käse einen Auflauf machen würde, würde ich hier auch den Scheibenkäse nehmen. Auf jeden Fall. Der ist tatsächlich sogar eigentlich ganz angenehm zerlaufen. Also das sieht echt ganz gut aus, muss man sagen. Der sieht eigentlich genauso aus wie der Simply V, ne? Von der, ja, vom Verlaufungsgrad. Ja. Also hier haben wir einmal den Simply V. Der klebt auch so richtig. Der ist nämlich, also veganer Käse klebt ja häufig. Und hier haben wir einmal den Lidl-Käse. Ja, der zieht gar keine. Und der klebt auch nicht. Fäden aber, ne? Womit fangen wir an? Ich würde sagen, den Scheibenkäse. Okay. Der sieht so appetitlich aus, ne? Ja. Du zuerst. Geschmacklich sehr neutral, bis fast gar nicht da.
aber tatsächlich eine ganz schöne Konsistenz, finde ich, beim Überbacken. Also erinnert etwas an Mozzarella tatsächlich vom Überbackenen, nur nicht ganz so cremig. Ich finde es irgendwie ein bisschen merkwürdig, muss ich ehrlich sagen. Also so viel Masse auf einmal im Mund. Mhm. Aber ich meine, der ist jetzt auch nicht offiziell zum Überbacken gedacht, ne? Aber wie gesagt, mit ein bisschen mehr Geschmack dran könnte, ist da ja echt Potenzial. Ja. Also wenn definitiv die ein bisschen vielleicht andere Geschmacksrichtungen irgendwann mal rausbringen, das will ich auf jeden Fall nochmal versuchen. Geschmacksrichtung, geschmacksintensiv. Okay, dann jetzt den, der eigentlich zum Überbacken gedacht war. Schmeckt nach Baguette. Super neutral. Also ich muss auch sagen, ich habe gerade Probleme, den Käse überhaupt rauszuschmecken. Und bei dem Scheibenkäse hatte man auf einmal so eine volumige Masse im Mund, hatte ich das Gefühl. Und bei dem Stickkäse nichts. Also er ist nicht richtig daneben. Der ist halt einfach nur sehr neutral. Das ist halt so die Sache. Deswegen finde ich das sehr schwierig, das zu bewerten. Ich finde ihn halt von der Konsistenz ganz okay. Tatsächlich den Reibekäse gar nicht so gut, weil es halt einfach am Ziel vorbei ist. Der läuft, zerläuft nicht richtig und schmeckt nicht intensiv. Also ich wüsste nicht, warum ich den tatsächlich nehmen sollte. Beim anderen würde ich halt sagen, da lässt sich mit arbeiten, aber da fehlt ein bisschen Aroma. Und ich freue mich, wenn demnächst vielleicht irgendwelche Sorten noch auf den Markt kommen mit einer anderen Geschmacksrichtung. Oh, so ein oder mit irgendeiner Geschmacksrichtung. So ein würziger Cheddar oder sowas wäre schon echt cool. Ja, oder Räucher oder sowas, könnte ich mir vorstellen. Ihr schafft das, Vermondo oder diese Firma, die dahinter steckt. Lidl lohnt sich diese Woche wirklich für VeganerInnen. Da gibt es nämlich jetzt nicht nur diese Vermondo-Produkte, sondern da gibt es auch eine ganze Menge Vegans-Produkte diese Woche im Angebot. Und da gibt es auch generell ziemlich viele vegane Sachen. Wichtig, guck genauer, denn die Sachen sind teilweise echt krass versteckt. Also die Rügenwalder-Produkte, die haben die auch als TK-Ware. Aber das ist zum Beispiel so, die Fischstäbchen stecken zwischen den Fischsachen, die Schnitzel stecken zwischen den nicht-veganen Schnitzeln und so weiter und so fort. So, ihr kennt den Flo, wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns mega über einen Daumen nach oben. Hier irgendwo seht ihr auch noch ein paar Video-Empfehlungen für euch. Falls noch nicht geschehen, abonniert gerne den Kanal, dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal. Wir freuen uns auf euch. Tschüss. Tschüss und Peace out.